Ja, ihr seht, ich bin schon wieder bei Sixt. Und diesmal bin ich mit dem STX nicht beim Premium Outlet ausgestiegen. Da stehen übrigens jetzt 6 Ladesäulen für E-Autos, ganz frisch installiert. Sondern ich bin hier vorne die Gilsby reingefahren, also eine Station weiter. Hier ist ja die Gilsby. Und da hinten ist das Rent-a-Car-Center. Und direkt vor dem Rent-a-Car-Center hält der Bus an. Also ist ein bisschen kürzer, weniger zu laufen hierher. Also war eine gute Idee, eine Station weiterzufahren. So, ich stehe jetzt hier vor meinem neuen Auto. Es ist schwarz. Und es ist ein geworden. Ich will es euch zeigen. Es ist ein Jeep geworden. Ein Jeep Compass in Volllederausstattung. Hat schon so ein paar leichte oberflächliche Kratzer weg, wie man sieht. Für eine Person natürlich ein Traum, ne? Mal wieder. Alles klar. Ach so, das steckt man hier einfach rein. Oder wie? Zum Tanken. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, Jeep Compass, 4-Radantrieb, 4x4. Wie ihr seht hier, die Limited Edition Jeep. Und von hinten sieht er so aus. Also ein richtiges Monster. Lass mal gucken hier, Push. Hier, Push. So, was haben wir hier unten? Ja, so ein Notflix-Set haben die hier nur drin. Okay. Was man mal Platten hat, ne? Und so sieht er hier von hinten aus. 5 Sitzer, klar. Vollleder. Und dann gehen wir mal rein. Steckdose. Da brauche ich noch nicht. Aber echt viel Platz, ne? Super, ne? So, gehen wir mal rein in die Schüssel. Die nochmal. Es ist ein Jeep geworden. Voll beledert sozusagen. Oh, scheiße, da muss ich den Sitz aber weiter nach hinten machen. Das läuft natürlich elektrisch, ne? Klar. Oh. Muss ich auch deutlich weiter nach hinten machen. Da kann ich auch noch ein bisschen nach oben. Ne? Und noch weiter nach hinten und nach oben. Ja. So sieht der hier von innen aus. 4-Wheel-Lock, das ist schon mal ganz gut. Hier sind die Gänge, schalten, alles klar. Und hier ist das Navigationszentrum, das Übliche, ne? Start, Stopp, das ist auch schon mal gut. Brauche ich den Schlüssel nicht rausholen, wie bei mir zu Hause. Press Bricks und Start. So, Parking, wunderbar. So, hier haben wir wieder das obligatorische This car will get you a whistle garantiert. Ja, das stimmt. Da whistle ich doch mal ab. Was hat er hier alles? Was das heißt, weiß ich nicht. Das ist klar, das ist hier an die Dingsbombs hier. Dass er sich automatisch stabilisiert. Hat ja auch jeder Wagen. 12 Volt, das ist gut. Ein USB-Ausgang ist gut. Ein bisschen ungünstig finde ich die Armatur hier unten. Ein bisschen sehr tief gelegt. Alter, und was ist das denn hier alles? Oh, das ist ja wohl crazy. Radio, machen wir mal so. Das ist besser. Und machen wir mal Klima an. Ne? AC ist an. Stelle ich hier die Temperature ein. Achso, das ist die Power. Da machen wir mal weniger. Und Temperature rauf, runter. Warte mal. Aha, 60, 61, okay. Kann ich da einstellen. Und das ist dann für die... Genau, für die Beifahrerseite mache ich auch 61, 62, 65. Machen wir 67 Grad. Aber erstmal ein bisschen runter hier nach und ein bisschen fresh machen. Oh. Ja, schon cool. Kann man auch, ja, das Lenkrad kann man auch verstellen, das ist schön. Aber das passt eigentlich von der Höhe her. Ist er voll? Naja, nicht ganz. Schaut selbst. Müssen wir natürlich gleich dokumentieren. Hat 26.700 Meilen runter. Ja. Ist nicht ganz voll, aber naja, okay. Braucht man nicht pipsiger sein als der Papst, ne? Der Sprit kostet ja nichts, ne? Von daher ist es egal. Oh, Alter, ist das warm draußen. Draußen haben wir 78 Grad, also schon kuschelig, und ich renne hier mit langer Hose rum. Da hätte ich mal bloß die kurze Hose angezogen. Ich wollte es erst machen.
Aber egal. So, jetzt meine erste Amtshandlung. Übrigens, ich hatte ja euch gezeigt, die Getränke im Kühlschrank. Die, das Wasser und die Pepsi. Da habe ich übrigens eine Pulle hier aus dem Kühlschrank. Die sind für VIP-Gäste kostenlos, ne? Habe ich die Zimmertante gefragt. Die sagte, im Zimmer ist alles kostenlos, bis auf die Wasserflaschen, die beiden für 5 Euro, die da auf dem Schreibtisch stehen. Dieses italienische Toskana-Wasser. Dann sagt sie, das kostet Geld, ansonsten alles kostenlos. Ne? Ich meine, echt cool, ne? Echt nicht schlecht, ne? Aber mit dem Bademäntel habe ich mich nicht getraut zu fragen, ne? Vielleicht nehme ich da noch mal einen mit, scheißegal, dann berechnen sie mir den eben, ne? Aber das glaube ich noch nicht mal. Mal gucken, ne? Ja. Ich kann das ja auch so machen, dass ich den einfach mitnehme, wenn ich auscheck nach Lawsland fahre und ihn wieder zurückbringe. Und dann sage ich, ja, ich habe mir den ausgeliehen, hier ist er ja wieder zurück. Ich habe den nur für die 2 Tage mitgenommen nach Lawsland, weil der so toll ist. Ne? Weil es da keine gibt. Ne? Als Leihgabe. So. Da kann ich den ja dann wieder zurückgeben. So will ich das, glaube ich, machen. Ja. So, meine Lieben. Ich werde jetzt die Actioncam hier rauf schnallen und dann fahren wir mal wieder zu Walmart und wollen mal gucken, wie das Auto sich fährt. Ne? Also, sitzen tut man hier schon mal cool, ne? Aber alles elektrisch an der Kiste, ne? Das ist Lendenwirbel-Dingsbums-Einstellung, okay. Alles elektrisch an der Karre, was ist das? Aha, auch nochmal. Okay. Das war hoch und runter, das war klar. Dann haben wir hier, glaube ich, noch einen. Ach, das ist für vor und zurück. Ich meine, elektrisch ist auch geil, ne? Das hat meiner ja noch nicht, mein Kona, ne? Ja, fahre ich wieder einen Verbrenner. Aber sehr ruhig, er läuft. Aber sehr ruhig, ich gebe mal Gas. Ja, sehr ruhig. Man sitzt hier ziemlich tief drin. Was hat er hier oben noch alles? Okay, hier da am Spiegel auch noch irgendwelche Schalter, Beschaltungsgeschichten. Was ist das hier? Also das ist die Beleuchtung. Die sieht ein bisschen mau aus und ein bisschen wenig Power. Was ist das? Da drücke ich lieber nicht drauf. Das ist bestimmt das Mikrofon, wenn man das Handy verbindet. Wobei, hier ist auch noch so ein Ding. Ich habe keine Ahnung. Und so sieht er hinten aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Alles beledert hier. Also schon eine coole Kiste. Jeep Compass. Bin ich ganz froh, dass ich den italienischen gekriegt habe. Den ganz kleinen Jeep, der in Italien gebaut wird. Ne? Katastrophe, das Ding. Aber der Jeep Compass, das ist dann so richtige Ami-Schüssel. Ne? Richtig geil. Ja. Das Lenkrad finde ich ein bisschen kacke. Also das ist ein Jeep-Logo. Aber das ist halt Jeep, ne? Fahr ich das erste Mal ein Jeep, wie cool. Ja. Oh. Habe ich jetzt mein Auto und bin ich jetzt wieder mobil. Das ist schon mal ganz gut. So, und jetzt werde ich mich gleich nach einer Actioncam wieder melden. Peace, tschüss. So, meine Lieben. Ich habe mich hier eingerichtet. Es kann losgehen. Muss ich auf den Spiegel einstellen, warte mal. Das habe ich vergessen. Wie geht das? Also bin ich hier rüber. Oh, ich stelle den Spiegel noch ein bisschen ein. Den anderen. Oh, ein bisschen runter. Oh, den hier auch nochmal. Ein bisschen weiter runter. Nee. Oh, schon draußen. So, alles gut. Ich bin fahrbereit. Es kann losgehen. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Ich muss noch was saufen. Ich hoffe, dass ich mir die Flasche mitgenommen habe. So, das erste Mal fahre ich mit dem Jeep durch die Gegend in meinem Leben. Na, ist ja auch mal was. Zack. D, das ist R. Aber mit Rückfahrkamera. Okay. Alles klar. Und Gepiepe und so. Ihr lauft, ihr funktioniert, ne? Warte mal. Muss ich mal rüberschieben. Ihr seid richtig eingestellt. Ja, müsste eigentlich passen, ne? Sonst kann ich das nochmal im Schnittprogramm korrigieren. Wie machen wir das? Machen wir daraus mal eine Drehung, ne? Ja, so wie das. So, hier Licht, warte mal. Licht, Fernlicht. Wir machen hier Licht an. Ja, gute Frage. Oh, hier ist Licht. Dann Licht, Auto. Dann mach ich mal auf Auto. So, kann's losgehen. Der hat's.
versuchen wir mal irgendwo zu drehen. Ich versuche mal hier den Wendemann zu machen. Das erste Mal mit dem Mietwagen. Das Rückspiegel muss ich noch einstellen, das habe ich ganz vergessen. So. Ist ja auch alles am Knarzen, diese Ami-Kisten. Hier hört ihr das mal an. Der Blinker, der legt sich ein wie ein Werkzeug. Eine Riesenkiste, ne? Also größer als erwartet, ne? Cool. Fahr ich mal einen Jeep, ne? Ist ja auch mal was, ne? Ich muss die Klimaanlage ein bisschen hochdrehen, tut mir leid. Sonst sterbe ich hier, ne? Boah, ist das warm. Ich finde sie ein bisschen schwammig. Kiste. Ich merke hier schon so auf den ersten Meter, ne? Kein Rekuperieren hier, das ist ja was, ne? Das heißt, wir schenken wieder wertvolle Bewegungsenergie, ne? Das ist eine komische Geschichte, einen Verbrenner durch die Gegend zu fahren. Wirklich merkwürdig. Aber ist leise, der ist gut gedämmt, der Wagen. Also ich meine, da kann man nicht pöbeln. Hat aber ganz schön lange gedauert. Über eine Stunde war ich unterwegs mit dem Bus. Meilen runter. Entsprechend sieht er natürlich von außen auch aus. Überall so kleine Kratzer und so, ne? Kann ich den jetzt hier zurück machen? Achso. Okay. Ist noch ein bisschen nach unten, ja. Ja, okay. Gefällt mir das ganz gut. Ja, Ami-Kiste, ne? Aber ich meine stilvoll, ja, ich meine, das hat Adenleder hier. Was war das denn? Ist gerade ausgegangen. Okay. Mal nach, was denn aus der MPS hat hier. Das wird mich natürlich mal interessieren. Da bin ich einfach neugierig. Aber man merkt das auch, wenn man in die Bremse tritt, wie der schiebt. Ne? Und vor allem, was der wiegt, würde mich mal interessieren. Schon wieder ausgegangen. Ach, das ist Start-Stopp-Automatik. Sobald ich von der Bremse gehe, dann geht er wieder an. Dann Start-Stopp-Automatik. Das war das nämlich. Okay.
dass er an der Ampel ausgeht. Ne? Zu spät zu sparen. Bin ja blöd. Statto-Automatik bin ich voll kacke, ne? So ein schnodderiger Plastikgriff, der echt hammer, also wie in so einen Baumarkt einrastet. Also rustikal. Elegant ist anders, ne? Ja, die wollten natürlich bei der Mietwagenannahme wieder. Ich habe übrigens auch hier die Deutsche wieder gesehen, die war direkt nebenan. Die sieht so ein bisschen aus, wenn ihr da mal seid, wie Sandra Bulldog. Ja, dann noch so ein Fahrerassistenzsystem hier, so ein Spurhaltesystem. Gerade was regelt der denn dagegen? Also dann auch Spurhaltesystem wie meiner. Ne? Und in der Regel ein wenig nervös. Ich will ja sehen, ob das besser funktioniert als beim Mancona hier. Das kann ich natürlich jetzt prima vergleichen. Wetter, aber jetzt fängt es an brutig zu werden. Morgen soll noch mal 5 Grad mehr werden. In der Mittelkonsole ganz fett die Geschwindigkeit, das finde ich cool. Ja, sicherlich kann man das auch alles konfigurieren. Aber da fummel ich jetzt erstmal nicht dran rum. Das lasse ich so, wie es ist. Finde ich gut. Wenn man was gut findet, nicht weiter dran rumfummeln. Auf der linken Seite seht ihr das neue NFL-Stadion für die Las Vegas Raiders. Er ist mit der Rohbau, es steht schon. Kommt langsam in die Pötte, ich meine, andere mehr nach links. Es wächst und wächst. Ich glaube, nächstes Jahr soll das fertig sein. Da konnte ich noch mal einen genaueren Blick reinwerfen in das Resort World, weil ich oben im Doppeldeckerbus oben im zweiten Stock saß, im Oberdeck. Und da ist schon ordentlich Wuling und auch die ersten Bauarbeiter sind. Hält der hier die Geschwindigkeit? Reinlatschen. Mein Gott. Geht doch da rein, Mann.
noch den Jeep Renegade, genau. Das ist das kleinere Modell. Das ist ja Fiat, ne? Macht hässlich die Kiste. Die wird, glaube ich, auch in Italien gebaut. Und ich glaube, das ist hier ein Ami. Also, wird hier in den USA gebaut. Hier den Kompass und die anderen Jeep-Modelle, die großen. Keine Ahnung, wie viel Fiat-Technik jetzt hier drin ist. Bin ich froh, dass ich wieder mobil bin. Schön. Sportliches Auto ist es nicht. Fährt sich wie ein Panzer. Der Spurhalteassistent macht gute Arbeit. Na ja gut, geht ja noch geradeaus. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob die Baustelle endlich weg ist an der Charleston. Ich glaube, ich bin nachher noch mal Kippersdorf an. Kennen, ne? Hole ich mir wieder ein paar Bananen. Tomatoes. Natürlich Softdrinks, tonnenweise. Rotbier, Dr. Pepper, was man so braucht. Ne? So, der nächste Excel ist unser. Stück billig Plastik.
So fühlt er sich auch an. Hart Plastik hier. Auch hart Plastik. Ein bisschen weich Plastik. Nee, das ist es nicht. Das ist Leder an den Türen. Die Spritnadeln, alles digital, ne? Mittlerweile. Rechts und links normale Analoginstrumente. Was ist das Scheiße? Kein Problem. Mist. War die Ausfahrt dicht? Sieht so aus, ne? Nehme ich die nächste, ist so wurscht. Einzig mal hier ganz weit nach rechts. Kann ich eigentlich erst in mein Kiffersdorf fahren? Nee, das mach ich nicht. Mal ein bisschen Orientierungsfahrt hier. Gab's da keinen Abbieger? Auf die Schalzen? War der dicht? Ja, gut, das frage ich nicht. Ne? Aber so kommen wir auch auf die Schalzen. So, so geht's auch. Einen kleinen Schlenker gemacht, ne? Kann man bestimmt konfigurieren, aber ich lasse es so, so spart man Sprit. Na gut, so geht's auch.
mag das nicht. Standstopp finde ich blöd. Moment mal. Hier ist die Alta. Ne, ich muss auch weiter geradeaus, ne? Ich muss auch weiter geradeaus, Freunde. Sag mal. Bin ich denn blöd oder was? West Charleston Boulevard, da ist es doch. Boah. Müssen wir hier yielden, Puffert gewähren. Fahrenheit outside. Kann ich mal einblenden, was 82 Grad Fahrenheit ist. Ist nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt. Ich schätze mal so 25 Grad, ne? 26. Also wird schon puppig, also die Sonne ballert schon, ne? Die ganze Zeit auf der Bremse und irgendwann ist der Motor wieder angegangen. Verstehe ich auch nicht so richtig. Aber gut, das ist eine Frage, aber nicht. Ne? Ist das jetzt hier die Schalzen? Ja, das ist die Schalzen hier, ne? Ja, klar. Wunderbar. Ja, immer noch Baustelle hier, ne? Boah. Ah, die sind mit dem Brückbau noch nicht fertig. Die sind ja schon seit 2 Jahren rumbasteln. Also der Sprit ist doch ein bisschen teurer geworden, ne? 3,22. Das letzte Mal bezahlt 2,78 oder sowas. Das ist doch ein paar Cent teurer geworden. 40, 50 Cent teurer, wie bei uns. Ich sagte erst, der wäre billiger, aber das stimmt nicht. 3,22, das ist schon eine Hausnummer. Mein Gott. Dann mache ich beim Walmart wieder den Self-Checkout. Das hat mir das letzte Mal ganz gut gefallen. Das war gar nicht schlecht. Ausgehen. Kann man irgendwie einstellen? Kontrollen, das ist dafür Media, Apps, Navphone. Okay, das ist alles für Entertainment. Kack. Ich will gleich mal gucken, ob ich das irgendwo das Menü finde, um das irgendwie zu deaktivieren.
wir noch. So fühlt sich der Wagen nicht schlecht, also es geht. Ein bisschen schwammig halt, ein bisschen amerikanisch gefedert, sagen wir mal so. Ne? Amerikanischer Federungskomfort. Jeder Sessel ist unbequemer, ne? Also unglaublich. Soll halt gemütlich sein, ne? Ist es. Mein Kona deutlich härter abgestimmt. Aber wenn ich hier vom Gas gehe, mein Gott, der schiebt nach vorne, trotz allem noch, von dem Gewicht nehme ich an. Ne? Verzögert gar nicht. Ah, Chrysler 200, auch ein geiles Auto. Den fand ich auch poppig. Das auch gar nicht ausschalten, was meinst du? Ja, gewöhne ich mich nur dran. Aber Brumsel schon los, ne? Heftig. Der Blick ist aber der Hammer, ne? Also was die Firma Jeep da geritten hat, so einen Blinker zu entwerfen. Weiß ich nicht. Der fühlt sich total billig an. Hier haben noch so zwei Regler. Was ist das? Also das ist Helligkeit. Tachohelligkeit und eine allgemeine Helligkeit. Okay. Sitzheizung hat er auch, okay. Und Bluetooth. Die Sitzheizung kann man hier sogar programmieren. Wi-Fi Hotspot. Lenkradheizung hat er. Okay. Geht noch mehr. Media, Klimatisierung, Sitzkontrolle. Settings. Das könnte was sein, ne? Ah, Language. So, aber spielen wir es mal nicht mit dem Auto rum, sondern fahren wir es mal los. Suchen uns einen Parkplatz in Lauschi. So. So, hier gibt es ja genug Möglichkeiten. Mich mit dem Arsch zur Sonne stellen. Die Kiste sich nicht so hoch heizt. Ne? Und ich mich hier hinstellen. Dann kann ich auch mal gleich meinen Einkaufswagen mal stehen lassen. So. Wunderbar. Zack. Jo, sind wir da? Language. Was haben wir denn für Languages da? Englisch, Französisch und Espanol. Okay. Moment. Settings hier. Display. Display Mode automatisch. Kann man noch Touchscreen beep, okay. Pop-up Display, den Cluster. Das lassen wir mal so. Units. US Units, okay. Voice. Kamera. Also Kamera mit Verzögerung. Okay. Ja, auch nicht so alles so spannend hier, ne? Kamera. Haben wir noch? Alter. Safety Driving Assistenten. Alter. Warning Active Braking.
Vorwärtskollisionssensibilität, Medium, Lane Sense Warning, früh, Lane Sense Kraft, hoch, Park Sense, Sound und Display. Boah, Alter, was kann man hier denn alles einstellen? Park Sense Volumen, also ist das Gepiepe, ne? Blindspot Alarm, Lichter, Lights and Shim mache ich mal. Das ist Totwinkelassistent, das ist auch gut. In einer Nähe meinem ist, ne? Okay. Ja, der Pelle ist hier schon wieder rumspielen. Mache ich auch gleich aus. Mirrors und Wipers, das ist egal. Bremsen. Automatische Parkbremse, ne, brauche ich nicht. Warte mal. Ich arbeite mich nach vorne. Lichter. Achso, Ausschaltverzögerung der Beleuchtung, 30 Sekunden. Das lasse ich mal so. Alter, kann man auch tausend Sachen einstellen. Door und Locks. Soundhorn bis Lock. Beim zweiten drücken. Das ist mir egal. Auto on Komfort. Upsala. Remote Start. Achso, man kann das auch auf ferngesteuert starten. Nee, das will ich nicht. Was haben wir noch? Engine Off Options. Sie haben es doch. Haha. Headlight Off Display. Achso, das ist Radio. Okay, alles klar. Das war es dann doch nicht. Engine Off Options. Audio ist egal. Bluetooth ist egal. Sirius ist egal. Reset ist egal. Systeminformation interessiert mich auch nicht. Nö, das war schon. Kann man wohl nicht abstellen. Okay, dann war es das halt so. So, meine Lieben, ich gehe jetzt shoppen und dann melden wir uns nachher wieder. Tschüss. Warte mal.